Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Brennpunkt eingeschaltet haben. Ja, heute haben wir ein ganz wichtiges Thema dabei. Und zwar, es geht in der Welt richtig rund, kann man sagen. Ernährung ist ein Thema, Klimawandel ist ein Thema, Digitalisierung ist ein Thema. Und dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den IT-Chef von der BayWa, ein großes Agrarunternehmen, Tobias Fausch. Herr Fausch, guten Tag. Hallo schön, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Sie kommen gerade wieder, glaube ich, aus Thailand zurück. Wieso waren Sie in Thailand? Ja, Digitalisierung und Klimawandel sind globale Themen. Und damit heißt es, dass wir eigentlich überall schauen können, wo die Lösungen, die wir haben, gebraucht werden können. Und da zählen natürlich auch andere Länder dazu. Sie sind ja auch unterwegs in Südamerika. Das Spezielle an der BayWa ist ja, dass die BayWa im Grunde alles hat, was die Landwirtschaft braucht. Ja, da gibt es einen ganz netten Spruch dazu. Die BayWa hat alles, was der Landwirt braucht. Und wenn es die BayWa nicht hat, dann braucht er es auch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Und ist tatsächlich so, oder? Das ist so, ja. Ja. Jetzt, Sie sind ein absoluter, kann man schon sagen, IT-Spezialist, fast Guru. Sie kennen sich aus in dieser Welt. Wenn wir das jetzt einfach mal für unsere Zuschauer ein bisschen näher rüberbringen. Also ich komme ja auch aus der Halbleitertechnologie, bin also seit 20 Jahren nicht mehr drin, bin aber jetzt wieder drin, ja, weil ich ein großes Unternehmen berate, Weltunternehmen. Da hat sich ja wenig verändert, außer dass eben die Technologie weiter fortgeschritten ist, dass eben einfach Tausende von zum Beispiel Halbleitern in Autos sind. Das heißt, der Treiber ist ja schon die Chipindustrie. Ja? Aber jetzt bleiben wir mal dabei, die Informationstechnologie ist, es geht praktisch nicht mehr ohne, das haben wir jetzt gesehen, in Corona-Zeiten, wir haben ja immer noch Corona-Zeiten ein bisschen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das nicht gehabt. Was wäre da los mit der Industrie? Was ist denn so los momentan in der Digitalisierung? Die Digitalisierung beschleunigt sich weiterhin. Es tut sich unheimlich viel, Sie haben es schon angesprochen. Auf der einen Seite gibt es neue Chips, es gibt neue Sensoren, es gibt neue Software, es gibt neue Lösungen, es gibt viele, viele Services, die man machen kann. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche, natürlich auch die Landwirtschaft. Jetzt, wenn man mal schaut, gehen wir mal so auf die Landwirtschaft. Da hat kürzlich ein großes Magazin hat getextet, Hightech auf dem Acker. Wollen wir da mal ein bisschen gleich einsteigen? Also der Landwirt ist ja wahnsinnig wichtig, speziell auch in Zeiten, wenn man mal schaut, jetzt durch den Angriffskrieg von Putin, da sind Tonnen von Getreide, das nicht verschifft werden kann etc. Also das heißt, der Landwirt wird ja immer wichtiger auch im eigenen Land. Der Landwirt ist für die Ernährungssicherheit erforderlich. Und wie man sieht, Getreide jetzt in der Ukraine, das für Nordafrika ganz wesentlich ist, wenn das nicht rauskommt, dann gibt es da tatsächlich erhebliche Probleme. Und wenn das eigene Land sich selber versorgen kann, dann ist das mit der Logistik einfacher, dann ist es mit der Sicherheit einfacher. Das ist ein ganz zentraler Punkt, absolut. Jetzt bleiben wir mal dabei, was ist denn da, so? Ich habe gelesen, 79% nutzen im Landwirtschaftsbereich Hightech. Ja, es sind, kann man sagen, dass die Landwirte, manchmal hieß es ja, die sind fortschrittfeindlich, das stimmt ja gar nicht. Was passiert denn da? Machen Sie uns da mal ein bisschen schlau. Weil wenn man mal schaut, also wenn man so mit dem Flugzeug so über die Felder fliegt, dann sieht man schon, manche Felder sind eben sehr trocken, andere wieder anders. Satelliten gibt es, was ist da los? Das geht ja noch ein Stückchen weiter. Also ich finde das Beispiel mit dem Flugzeug sehr, sehr passend, weil das im Prinzip jeder sehen kann. Wenn man mit dem Flugzeug über die Felder fährt, es ist nicht nur, dass die Felder unterschiedlich sind, auch innerhalb des Feldes gibt es Unterschiede. Und das führt dazu, dass man eigentlich, wenn man nachhaltig landwirtschaften will, aufpassen muss, wie ist der Boden, seine Beschaffenheit auf einer kleinen Fläche. Und die ist so klein, dass es mit herkömmlichen Methoden, wenn man von Hand etwas macht oder wenn man einfache Maschinen hat, die nur einmal eingestellt werden und über den Acker fahren, nicht nachhaltig wirtschaften kann. Das heißt, man verschwendet Ressourcen, indem man zu viel Dünger ausbringt, oder an manchen Stellen vielleicht auch zu wenig.
indem man zu viel gießt oder auch zu wenig. Also es ist einfach von der Menge her nicht angepasst auf die einzelnen Pflanzen. Und da ist genau das, wo die heutige Technologie da helfen kann, dass man eben nicht nur in Summe sagt, auf dem Acker braucht es, sondern man kann eigentlich sehr viel konkreter und detaillierter sagen, in dem Bereich wachsen die Pflanzen gut, da kann ich viel Dünger geben, dort wachsen sie nicht so gut, da braucht es weniger. Weil wenn ich zu viel dünge, ja, wohin geht dann der Dünger? Die Pflanze kann ihn nicht aufnehmen, das heißt, er geht ins Grundwasser. Ich habe also Dünger verschwendet und habe damit noch das Grundwasser belastet. Und deswegen... Auch vergiftet zum Teil, oder? Also, oder? Ja, das hängt jetzt von der Menge ab. Es muss nicht immer gleich vergiften sein. Aber es ist einfach grundsätzlich eine Verschwendung. Die wurden einfach nicht gut. Ja. Also ich habe das gesehen. Ich war jetzt 3 Wochen nicht zu Hause in München. Und ich kam zurück. Der Garten, da gab es so braune Flecken. Mhm. Das ist ja auch typisch. Da ist einfach die Bodenbeschaffenheit nicht in Ordnung, obwohl immer gegossen wurde. Ja? Also, aber durch die Hitze kommt es dann eben zum Tragen. Ja? Das kommt dann auch noch dazu, dass die Hitze selber wieder nicht für alle Pflanzen gleich gut geeignet ist. Mhm. Das heißt also auch da, wenn man jetzt den Klimawandel sich anguckt, gibt es eine Verschiebung der Klimazonen und damit auch welche Art von Getreide oder was auch immer man anbaut, kann ich denn wo überhaupt noch sinnvoll anbauen. Mhm. Was kann denn jetzt zum Beispiel der Landwirt tun mit der Digitalisierung? Was kann er da alles machen? Also im Prinzip kann ich den gesamten landwirtschaftlichen Prozess. Und das ist ja das Schöne, wenn Pflanzen wachsen, dann ist das etwas, was in gewisser Weise planbar, vorhersehbar ist. Es ist ein Prozess, der passiert. Und Prozesse sind grundsätzlich digital affin. Prozesse kann ich digital beschreiben. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben einen digitalen Zwilling entwickelt. Mhm. Wir können rechnen, wie sich eine Pflanze entwickelt, wie die Wurzeln wachsen, wie die Blätter wachsen. Zellen teilen sich und das kann ich simulieren. Ich kann die Sonneneinstrahlung der Photosynthese simulieren. Das heißt, ich kann berechnen, wie die Pflanze wachsen wird. Wenn ich das kann, kann ich noch den Einfluss von Bewässerung und von Dünger mit dazu nehmen und kann damit sehen, ob mir Düngen hilft, die Pflanze besser wachsen zu lassen oder ob sie die Nährstoffe gar nicht aufnehmen kann, ob die Bewässerung hilft der Pflanze beim Wachstum oder ob es zu viel ist und das Wasser einfach im Grundwasser versickert. Das heißt, man kann durch einen digitalen Zwilling rechnen, wie sich die Pflanze optimal entwickelt. Mhm. Das ist die Kernidee davon und das eben, weil man Satellitenbilder verwendet auf einer Fläche von 10 mal 10 Meter. Das heißt, der digitale Zwilling, ist das so eine Erfindung von Ihnen oder gibt es den schon oder wie ist das? Nicht von mir persönlich. Ja, nein, aber in der BayWa wird an diesem Thema seit fast 30 Jahren gearbeitet. Ach was? Ja, also es ist schon. Und was war da der Ursprung? Wie kam man da drauf? Ja, genau über die Idee, es gibt Satellitenbilder und die Satellitenbilder machen Fotos der Erde. Mhm. Und über diese Fotos kann ich sehen, was da passiert. Mhm. Und wenn ich das jetzt übertrage auf, wenn eine Pflanze da wächst und ich rechne, wie die wächst, dann sagt mir das Satellitenbild, ob das Bild des Satelliten zu meiner Rechnung passt. Ah, ja. Und auf die Art kann ich praktisch unter den vielen Szenarien, die ich habe, auswählen, welches ist das Beste. Welches trifft eigentlich die Entwicklung der Pflanze am besten? Dann fallen diese Szenarien wieder auf ein einziges zusammen. Und ab da kann ich wieder weiterrechnen, bis das nächste Satellitenbild kommt. Jetzt ist es ja so, die BayWa, also ich spinne jetzt mal, die BayWa ist ja auch so eine Hausapotheke für die Landwirte. Also das heißt, wenn Sie die Berechnung haben, haben Sie ja wahrscheinlich auch bei Ihren Kollegen Produkte, die dann eben da und dort Milderung oder Verbesserung erwirken. Richtig. Es gibt inzwischen die Technologie, es gibt viele Hersteller, die Maschinen haben, die dieses Teilflächenspezifische, wie wir es nennen, ermöglicht. Das heißt, wir können über den Satelliten sagen, wo braucht die Pflanze was. Wir können das an die Maschine übertragen. Die Maschine kann das ortsgenau ausbringen und kann dann das Ganze in einem Farmmanagementsystem auch dokumentieren. Das heißt, ich kann gezielt Nährstoffe ausbringen und kann diese Ausbringung auch wieder dokumentieren, sodass ich dann im Jahresvergleich auch wirklich sehe, wie hat sich das entwickelt. Und habt ihr da so richtige auch Erfolgsbeispiele, wo Sie sagen, jawohl? Wir haben ein Beispiel in interessanterweise Sambia in Südafrika. Das ist eine relativ große Farm, ungefähr 1000 Hektar. Und die haben so sogenannte Center Fields, also kreisrunde Felder. Und auf denen wird über Satellit regelmäßig seit 2017 schon geguckt, wie muss die Pflanze gedüngt und bewässert werden, damit sie möglichst optimal wächst. Und wir konnten zeigen, dass wir Größenordnung 30% Wasser sparen und gleichzeitig den Ertrag erhöhen.
Jetzt komme ich wieder mit einem Beispiel, das ich heute früh in Bayern 1 gehört habe. Da gibt es immer so eine, sagen wir mal, schöne Geschichte. Und das macht immer Markus Fahn, sehr ein toller, das ist die meistgehörte Sendung in Bayern oder in Deutschland. Und heute war die Geschichte, da hat eine Dame erzählt, sie haben ein kleines Bäumchen gepflanzt und zugleich wurde sie, also dann hat sie ihr erstes Kind bekommen. Und dann hat sie immer praktisch das Kind wieder neben das Bäumchen gestellt und merkt ihm einfach das Wachstum von beiden. Und es gibt irgendwie der Familie unglaublich Kraft. Also immer verrückte Geschichte. Und jetzt zwischenzeitlich ist, glaube ich, der eine Sohn 20 oder so. Und der Baum ist auch, das heißt, beide sind gesund. Kann man denn jetzt auch sagen, dass man da aus der Medizin auch Vergleiche herstellen könnte, wie das bei Menschen ist? Also der Mensch muss sich ja auch gut ernähren, er muss sich irgendwie gut schlafen, er muss sich pflegen, er muss Sport machen. Also sagen wir mal, die Pflanze ist ortsfest und hat damit weniger Möglichkeiten als ein Mensch. Aber grundsätzlich ist sie damit auch sehr viel... Also ist ein Naturwesen auch. Genau, aber deswegen ist sie natürlich auch sehr viel abhängiger vom Standort. Ja. Wenn ich nicht mehr vom Ort weg kann, dann wachse ich genau da, wo ich bin. Man kann das sehen, wenn irgendwo auf Felsen eine Pflanze schafft, sich festzukrallen, dann ist halt in so einer Felsspalte wenig Sand oder wenig Erde. Und damit kann die Pflanze nur nicht beliebig groß werden. Mhm. Wenn sie dagegen auf guten Boden wächst, dann kann sie entsprechend größer werden. Also in dem Sinn, die Nährstoffe, die eine Pflanze hat, Dünger und Wasser, die sind natürlich entscheidend für die Gesundheit der Pflanze. Dann kommen noch Krankheiten dazu. Also es gibt Ungeziefer, Blattkrankheiten, ja. Die natürlich auch dann wirklich die Gesundheit der Pflanze bedrängen. Und da kann man dann über unterschiedliche Maßnahmen, also das hängt jetzt davon ab, was man, wie man es macht, ob man das klassisch macht über Chemie, ob man das über andere natürliche Sachen macht, dass man also mehr Richtung ökologischer Landbau geht. Also da gibt es dann die unterschiedlichsten Rezepte, wie man das angehen kann. Jetzt merken Sie ja speziell auch mit Ihrem Team, dass eben die Digitalisierung speziell in der Landwirtschaft unglaublich wichtig wird. Jetzt haben wir ja momentan unglaubliches Wetter. Also für uns hier in Deutschland 40 Grad zum Teil erreicht in Hamburg. Das sind ja auch Dinge, wo vieles, sagen wir mal, mit herkömmlichen, normalen, traditionsreichen Erfahrungen nicht mehr zu handeln sein wird. Ja? Das heißt, es braucht Satelliten. Hat denn zum Beispiel die BayWa schon Satelliten oben? Oder bedienen Sie sich mit anderen? Die BayWa hat keine Satelliten. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben über unsere Tochter Vista zusammen mit der ESA eine Hyperspektralkamera entwickelt. Was heißt das? Eine Hyperspektralkamera. Also ein Handy hat drei Farben. Mhm. Und mit den drei Farben werden die Bilder zusammengebaut, die wir sehen. Fernsehen hat auch früher. Genau dasselbe. Ja. Und wenn ich aber genau sein will, dann brauche ich mehr Farben. Ich brauche praktisch mehr genaue Farblinien, auf denen ich gucken kann, wie stark ist das Licht. Und deswegen nennt man das Hyperspektralkamera, also Spektrum. Das ist das Lichtspektrum, das man hat. Und das wird eben in mehr Linien zerlegt. Und weil ich mehr Farben habe, die ich wirklich exakt angucken kann, kann ich entsprechend auch bessere Rückschlüsse über die Entwicklung der Pflanzen ziehen. Jetzt, welche Connection brauchen Sie denn intern? Also Sie haben ja auch Maschinen, Sie haben, sagen wir mal, Mittel, was der Landwirt braucht. Aber im Grunde die Analyse kommt ja über die Digitalisierung zukünftig. Also die Komplexität ist irre. Ja. Ja. Und es ist auch so, es gibt nicht den einen, der alles kann. Die BayWa stellt keine Schlepper her. Wir handeln. Aber Sie haben Vertragshändler, wo Sie sagen... Wir stellen keinen Pflanzenschutz her. Es gibt aber Hersteller. Wir stellen keinen Dünger her. Wir wissen aber, wie viel gebraucht wird. Ja. Also, Sie haben auch die Connection dazu. Genau. Also was im Prinzip, denke ich, die Stärke ist, dass wir den Entwicklungsprozess der Pflanzen, dass wir den Herstellungsprozess sozusagen verstehen. Und das kann man vorne vom Satellitenbild bis hinten zur Vermarktung, kann man diese ganze Prozesskette sich anschauen. Und da ist die BayWa überall mit vertreten, mit entsprechendem Wissen, mit dem, was gebraucht wird, um jetzt den nächsten Schritt sinnvoll angehen zu können.
Wie muss man sich das vorstellen, der Satellit? Wie seid ihr da Kunde oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt von der ESA Satelliten, die Bilder zur Verfügung stellen, eben mit einer Auflösung von 10 auf 10 Metern. Mhm. Und dann ist halt die große Kunst, dass man aus diesen Satellitenbildern Informationen macht. Und dass man auch das erstmal liest, was man da braucht, oder? Genau, genau. Also das Modell, das wir haben, sind Größenordnung 340 Variablen. 340 Parameter, die gebraucht werden, um zu rechnen, was passiert. Mhm. Jetzt kann ich ja mit 340... Aber darf ich noch mal drauf bleiben? Ja. Das heißt, also ihr kriegt jetzt das Bild, Satellitenbild, und dann kommt es jetzt zu Ihren Leuten. Dann schaut ihr euch das an und wie geht es dann weiter? Das ist das Besondere bei uns. Ja, aber wir schauen nicht das Satellitenbild an. Wir rechnen, wie die Pflanze wächst, mhm, und vergleichen unser Bild mit dem Satellitenbild. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Bilder, die wir rechnen, die verschiedenen Szenarien, und gucken dann, welches dieser Bilder passt am besten zum Satellitenbild, weil das sagt, welches unserer Rechnungen die beste ist. Und das heißt, das Besondere ist eben, dass wir nicht hergehen, nehmen ein Satellitenbild und färben das bunt ein und sagen, hier ist es gut, hier ist es schlecht, sondern wir haben eine Berechnung. Und die Berechnung wird, wie man in der Fachsprache sagt, kalibriert über, mhm, das Satellitenbild. Das heißt, wir wissen dann, welche unserer Modelle passt am besten und damit, welche Vorhersage wird am wahrscheinlichsten eintreffen. Jetzt gibt es ja viele, viele Apps. Also zum Beispiel, es gibt eine App, wo man an die Pflanze mit dem Handy hingeht und dann sagt sie genau, welche Pflanze das ist. Mhm. Ja? Aber jetzt bleiben wir mal dabei. Also ich bin ja ab und zu in Südfrankreich. Dort gibt es ein riesiges Palmensterben, weil da eben gewisse Käfer sind, die sich an der Palme verlustieren. Und zwar sehr erfolgreich. Das heißt, gewisse Palmen dürfen überhaupt nicht mehr bepflanzt werden. Inwieweit ist es auch ein Thema für Sie, dass Sie ihm sagen, Moment mal, wir brauchen ja nicht nur jetzt die Pflanze, wir brauchen nicht nur Satellitenbild, sondern wir brauchen auch die Schädlinge, die ja auch so eine Pflanze vernichten können. Das gehört natürlich mit dazu. Also, Schädlinge sind ein Thema und auch Blattkrankheiten sind ein Thema. Aber auch da gibt es wieder Firmen, die sich damit beschäftigen, wie man das macht. Das sind zum Teil Lösungen, die wir selber in der Komplexität gar nicht entwickeln können. Aber das müssen wir ja auch nicht. Wichtig ist, dass wir wissen, dass es das gibt und wo und wie man die einsetzt. Jetzt, Sie sagen, Sie errechnen das. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie eigene Software entwickelt? Oder warum können das andere nicht? Also ja, wir haben Software entwickelt und das ist eben auch genau das, was bei uns das Besondere ist. Theoretisch kann das immer jeder, wenn er weiß, wie es geht. Genau, gewusst wie. Genau. Nee, also im Prinzip steht ja genau das Modell dahinter, welche Wechselwirkungen oder welche Einflüsse auf die Pflanze beeinflussen das Wachstum, in welcher Weise. Und dann muss ich das kombinieren mit dem wahrscheinlichen Wetter, also wie entwickelt sich das Jahr und wie wird die Pflanze, wenn sich alles so verhält, wie man es annimmt, am Ende entwickelt haben. Und das Modell hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Parameter. Da geht unheimlich viel mit ein. Und deswegen, das ist nicht so einfach. Das kann man nicht einfach mal kopieren. Das kann man nicht einfach machen. Das ist über viele, viele Jahre gereift, das Modell. Sie sind, glaube ich, seit 2018 der IT-Chef von der BayWa. Das ist ja ein ganz neuer Weg, der geht. Aber dieser Weg, also wir sehen uns ja ab und zu, also ich bin schon begeistert, wie das sich entwickelt. Ja? Aber wie kommt der jetzt so weit, dass man auch sagt, jetzt machen wir mal Abschlüsse. Das ist ja auch wichtig. Ja, weil ich kann mir vorstellen, gerade in Südostasien, also gerade die Klimazone verändert sich. Also das sind ja viele, viele Fakten, die schon Sinn machen. Aber wie verkauft man sowas? Also ich glaube, das Beste ist immer, man zeigt, dass es funktioniert. Mhm. Also typischerweise hilft es, wenn man sagt, man findet jemanden, der bereit ist zu sagen, ich probiere das aus. Mhm. Und wenn man jetzt einfach annimmt, wir nehmen eine Fläche von 1000 Hektar und sagen, auf 5% der Fläche probieren wir das aus. 5% ist nicht viel. Ja. Und ich riskiere als Landwirt ja nicht 5%, sondern nur das Delta zwischen dem, was ich ohne die neue Technik und mit der neuen Technik habe. Also selbst wenn das schlechter laufen würde, würde ich von 5% nur die Veränderung als Risiko haben, also absolut überschaubares Risiko. Und wir sind eben der Meinung, es wird besser, nicht schlechter. Der Landwirt ist wahrscheinlich am Anfang skeptisch. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit bekommen, das zu zeigen,
wie das funktioniert und dass das funktioniert, siehe die Farm in Sambia, in Südafrika, wo wir seit 2017 jedes Jahr wieder machen, dann können wir zeigen, dass das funktioniert. Mhm. Und das ist immer das Beste, wenn man selber sehen kann, dass es geht. Ginge denn diese Analyse auch zum Beispiel für Baugrundstücke, wo man sagt, hier kommt ein Haus, ein vierstöckiges Haus hin, wir wollen jetzt mal wissen, oder ist zum Beispiel eine Hanglage, wir wollen jetzt mal wissen, kommt dann irgendwann mal der Hang runter, wenn man da irgendwie, ginge das auch? Oder ist das nur fixiert jetzt für Landwirtschaft? Bodenerosion ist ein spannendes Thema. Das ist wieder eine ganz eigene Welt, weil da hängt es wirklich von der Struktur des Bodens ab, da hängt es vom Wurzelwerk ab, da hängt es von den Regenfällen ab. Also das sind viele, viele Parameter, die ja zum Teil auch gar nicht durch die Pflanze oder was da ist, beeinflusst wird. Das hängt alles wieder in einer anderen Art und Weise zusammen. Die Schichtung des Bodens ist wichtig. Dafür sind diese Modelle nicht wirklich optimal. Müsste man ausprobieren, wie weit man das machen kann. Das wäre aber dann eine Fragestellung, der wir uns bisher einfach auch in der Form noch nicht gewidmet haben. Ja, wir reden über die Digitalisierung. Jetzt, wenn man einfach mal so, wie reagieren denn die Landwirte auf diesen unglaublichen technologischen Sprung? Also ich bin ja begeistert, weil 79% nutzen ja bereits Hightech. Da hängt es jetzt sehr vom Landwirt ab. Also es gibt Landwirte, die gerne das ausprobieren, die da auch schon sehr viel damit machen. Es gibt andere, die da eher zögerlich sind, weil sie sagen, wir machen das schon lange, wir wissen, wie das geht, das brauchen wir alles nicht. Also da hat man die ganze Bandbreite und die liegt auch nicht am Alter. Die liegt wirklich daran, wie die Person selber dem Thema gegenüber aufgeschlossen ist. Jetzt, wenn wir einfach mal so ein bisschen schauen, bleiben wir mal beim Klimawandel. Also die Trockenheit spielt eine große Rolle. Wir haben natürlich jetzt durch die Digitalisierung, können wir immer gucken, wie ist das Wetter. Das ist gut zum Beispiel für die Gastwirte. Regnet es jetzt um 16 Uhr und meistens trifft es ja alles zu. Dennoch, die Landwirte sind ja ganz, ganz wichtig auch für Ernährung. Ja, was passiert jetzt, wenn die Wege vielleicht noch länger blockiert sind, dann gibt es ja einfach wahrscheinlich ein Comeback, ein richtiges Comeback der Landwirte. Weil wenn man mal schaut, wie viele Felder auch nach wie vor in Deutschland sind, kommen wir wieder mit dem Flugzeug, wenn man da drüber fliegt. Also da ist ja schon viel los. Aber viele Landwirte sind ja einfach vielleicht, muss ich sagen, ja, ich kann mir keine Tiere mehr halten. Aber der Boden wird ja immer wichtiger, dort wächst die Ernährung. Wie reagiert denn die Digitalisierung auf den Klimawandel? Also ich mache das jetzt vielleicht an einem einfachen Beispiel, weil wir das Thema Bewässerung hatten. Ja. In unserem Modell rechnen wir, wie die Pflanze sich entwickelt. Und deswegen können wir auch messen oder prognostizieren, wie viel Wasser wird die Pflanze brauchen, um optimal wachsen zu können. Das heißt, wir können, und das tun wir typischerweise, weil die Wettervorhersage ja immer ungenauer wird, mit 7 Tage Vorschau. Kann man auch computermäßig programmieren dann, oder? Das ist Teil unseres Modells, genau. Ja. Das heißt, wir sagen dem Landwirt, in der nächsten Woche wird die Pflanze so und so viel Millimeter Wasser brauchen. Und genau, dann, mit Liter und alles berechnen. Genau. Und dann, und zwar flächenspezifisch, also nicht in Summe, sondern wirklich auf dieser 10 mal 10 Meter Wasser. Ja, viel mehr Wasser. Ja. Genau. Und das heißt, dadurch, dass wir dem Landwirt sagen, wie viel Wasser es braucht, kann der Landwirt hergehen und sagen, wie ist die Wettervorhersage? Das heißt, wie viel kommt durch natürlichen Regen dazu und wie viel muss ich über Bewässerung machen? Das ist im Prinzip das, was wir regelmäßig jede Woche machen und wo wir dem Landwirt konkrete Handlungsempfehlungen geben, wie er seine Pflanzen optimal beim Wachstum unterstützt. Jetzt merken wir nicht nur beim Gas oder beim Öl einen unglaublichen Anstieg in den Kosten, aber das Wasser wird ja auch immer knapper. Also zum Beispiel in Südfrankreich gibt es gewisse Stunden, dann darf man nicht mehr gießen. Ja, da kommt natürlich Digitalisierung immer mehr, weil wenn Sie da schöne Rosen haben oder wenn Sie was auch immer, Bäume im Garten haben oder an den Straßen, dann irgendwann verenden die, wenn die nicht richtig Wasser bekommen. Inwieweit arbeitet ihr denn da mit so richtigen Landschaftsmenschen zusammen, die genau wissen, die müssen sich ja auch verändern, die brauchen ja genauso gut so eine App, wo sie sagen, was passiert denn da? Früher konnte man eben sagen, ja, das Wetter im Sommer hat so und so viele Tage Sonne oder das ist ja alles verändert. Es verändert sich ja alles, aber wir sind jetzt bisher mit dem einfach aus der Historie raus mit den Landwirten am Klären, wie die Landwirtschaft optimiert werden kann. Aber selbstverständlich, das gilt für alle anderen Grünflächen, gilt das genauso. Sagen Sie doch mal ein bisschen was über Ihr Department. Also wie viele Leute beschäftigen Sie da? Wie viele Software-Ingenieure? Was habt ihr da alles für Leute, die
Und die IT in Summe sind rund 600 Leute. Mhm. Die beiden Bereiche, um die es jetzt konkret geht, wenn es da Digitalisierung in der Landwirtschaft geht, das sind ungefähr 150 Leute, die sich damit beschäftigen. Und wenn Sie mal so ein bisschen in die Ferne blicken, wie entwickelt sich das? Das ist ja etwas, was mit Sicherheit unglaubliches Wachstumspotenzial innehat. Das hat enormes Wachstumspotenzial und das ist auch unheimlich dynamisch, weil einfach ständig neue Sensoren dazukommen, die damit neue Messungen möglich machen. Es kommen neue Methoden dazu. Sie hatten es angesprochen, man kann über Fotos feststellen, welche Krankheit ein Blatt hat. Damit kann ich viel gezielter. Ich kann im Prinzip für ein einzelnes Blatt eine Diagnose erstellen und für ein einzelnes Blatt Chemie anwenden oder auch nicht oder was anderes anwenden. Muss nicht immer Chemie sein. Das heißt, ich kann wirklich sehr punktuell arbeiten. Mhm. Die Frage ist immer Kosten-Nutzen. Wenn ich jedes einzelne Blatt anschaue und es gibt viele, dann ist das halt einfach sehr aufwendig. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum wir bisher sagen, wir gehen auf Satellitenbilder. Der Satellit umkreist die Erde regelmäßig. Ich kriege praktisch immer meine Bilder. Der ist auch präzise, der Satellit. Der ist mit kalibrierten Bildern. Also die Fotos sind sehr genau. Mhm. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Ja. Jetzt wissen wir ja auch, es kommen immer mehr Unwetter hinzu. Mhm. Und die sind ja nicht mehr so, sind nicht von schlechten Eltern. Also gerade am Wochenende hat es mal hier kurz gewindet, dann ist der ganze Garten, Äste fliegen weg und alles mögliche. Das ist ja auch wichtig, so eine ich sage es mal, so eine digitale Polizei für die Landwirte. Also wo man wirklich mal sagt, Vorsicht, da gibt es jetzt einen riesigen Hagel und es ist zum Beispiel in der Früh um 7 Uhr, werden die Landwirte informiert und der Hagel kommt nachmittags um 16 Uhr. Dann können die da aufs Feld raus und können nochmal ernten zum Beispiel. Also die Wettervorhersage ist in der Tat sehr wichtig. Das ist aber etwas, was wir jetzt als Leiber nicht machen. Wettervorhersagen, da gibt es genug Modelle, die das machen. Wir verwenden Wettervorhersagen, um sie in unsere Modelle einzuarbeiten. Aber wir erstellen keine. Mhm. Aber natürlich gerade bei der Ernte ist es wichtig. Die Ernte muss eingefahren werden, wenn es trocken ist. Und es sollte auch davor schon trocken gewesen sein. Und das heißt, wenn man weiß, dass Regen im Anzug ist und dass der ansteht, dann kann man durchaus überlegen, ob man jetzt die Ernte schon einbringen kann oder ob man noch warten kann. Das Thema Ernährung ist ja ein wahnsinniges Thema, hängt ja auch zusammen mit den Landwirten. Und natürlich auch, dass die Landwirte möglichst gute Produkte aus dem Boden herausbekommen. Das ist ja auch ein unglaublicher Nutzen. Ja. Gibt es denn für dieses, also ich sage es mal, in der Automobilindustrie gibt es die Blackbox. Mhm. Also wo man sagt, da ist die ganze Elektronik drin. Gibt es da auch so eine Art Blackbox, wo man zum Landwirt mal, ich sag jetzt mal vielleicht in 5 Jahren, man sagt, lieber Landwirt, wenn du diese Blackbox in deinem Office hast, dann bist du besser geschützt. Nein, in der Form gibt es das nicht. In der Form gibt es das nicht. Aber eben, was die Möglichkeit ist, dass wir sagen über unsere Modelle, wir unterstützen den Landwirt, dass er mitschreibt, das wäre der Blackbox-Anteil, dass er mitschreibt, was er machen sollte und was er tatsächlich gemacht hat. Weil das auch und gerade, wenn es Veränderungen gibt, es gibt ja so schleichende Trends, die man ganz schwer erkennen kann, wenn man einfach... Ja. Aber das sind die Gefährlichen. Das sind die Gefährlichen. Die schleichenden Trends. Weil die systematisch... So wie bei einer Krankheit, wo man denkt, naja, es geht schon noch eine Weile. Genau. Oder so, irgendwann geht es dann plötzlich gar nicht mehr. Und hätte man das Ganze mitgeschrieben, hätte man gesehen, dass sich da etwas... Also eine Art Zeit... Bordbuch. Genau. Also so genau. Wie im Cockpit. Ja? Ja. 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 Jetzt, ich komme nochmal zurück auf den digitalen Zwilling. Erklären Sie das mal jetzt unseren Zuschauern. Was ist das genau? Bei Ihnen selber, Sie sind so voller Hightech-Daten und voller Hightech-Normen, aber mal so, was ist das genau? Auf der einen Seite habe ich auf dem Feld eine Pflanze, die wächst. Mhm. Jetzt kann ich praktisch jeden Tag ein Foto von der Pflanze machen. Kann sie sehen? Das ist die physische Pflanze, kann sie anfassen. Ja, ja. Was wir machen, ist, dass wir im Rechner so tun, als hätten wir eine Pflanze und gucken, wie die sich bei den Bedingungen entwickelt. Wann teilen sich die Zellen, wie viel Photosynthese, wie groß wird die, wie viele Blätter hat sie und. Das kann man alles simulieren. Und dann kann ich gucken, ob meine Simulation als Zwilling mit der echten Pflanze zusammenpasst. Aber der Zwilling wird ja immer wahrscheinlich gesünder sein wie die echte Pflanze, oder? Wie ist das? Ja, und da kommt jetzt wieder das rein, dass das Ganze nicht ohne Personen läuft. Also der Landwirt ist und bleibt nach wie vor wichtig. Wichtig. Weil
Was man irgendwann sieht, ist, wenn ich das Foto von der Pflanze mit meinem digitalen Zwilling vergleiche, dann merke ich plötzlich, mein Zwilling passt gar nicht mehr zu der echten Pflanze. Und da ist ja schon, müsste ja normal schon ein leichtes Blaulicht angehen, oder? Genau, das ist genau der Indikation. Dann kann man natürlich sagen, lieber Landwirt, schau dir das mal an. Ja, gib Informationen, was es ist, und dann kann es eine Blattkrankheit sein, es kann ein Insekt sein, es kann zu wenig Dünger sein, es kann zu wenig Wasser sein, es kann zu viel sein, es kann alles Mögliche sein. Aber da braucht es wieder den Landwirt, der sagt, ich verstehe, was und wie es der Pflanze geht. Und das kann man wieder kombinieren, um dann praktisch dem digitalen Zwilling zu sagen, wie hat sich die Pflanze tatsächlich entwickelt, weil natürlich der digitale Zwilling nur digitales Wetter hat. Der hat kein echtes Wetter. Ja gut, aber jetzt bleiben wir, im Winter hat ja die echte Pflanze Frost. Ja. Oder andere Temperaturen, je nachdem, wo sie ist. Oder in südlichen Staaten ist wahrscheinlich immer Sonne, aber Feuchtigkeit anders etc. Wie wichtig ist da im Grunde dann die digitale Norm, dass man mal, was können Sie dann dem Landwirt sagen? Naja, zum einen brauche ich dazu eine mehrjährige Pflanze. Ja. Bei einer einjährigen spielt der Winter in der Regel keine Rolle. Wenn ich eine mehrjährige Pflanze habe, dann ist das aber auch Teil des Wachstums. Das ist halt eine der Wachstumsphasen. Da sind halt die Nährstoffbedarfe anders, da ist die Verfügbarkeit von Sonnenlicht anders, da ist es halt von der Temperatur her anders. Das entwickelt, oder die Pflanze entwickelt sich anders. Man kennt das ja von Bäumen mit den Baumringen. Im Winter ist es dünner und fester und im Sommer wächst es schneller, damit wird es weicher. Also über die Jahresringe der Bäume kennt man das ja praktisch aus eigener Erfahrung. Ja. Herr Fausch, aber wie viele Pflanzen können Sie denn da checken? Wir checken Flächen. Also, und was da drauf wächst? Wir gucken uns ganz Europa an, ja? Zum Beispiel. Ja. Also wir gucken Maisernte, Weizenernte für ganz Europa. Brauchen Sie da Biologen auch? Brauchen Sie da, ich sage jetzt mal Philosophen? Wir reden ja über Lebewesen. Ja? Was braucht es da alles für Berufsbilder? Also im Wesentlichen sind es Geologen, Hydrologen, Biologen. Also das sind eine ganze Reihe von unterschiedlichen Wissenschaften, die damit beteiligt sind, zu denen jeder seinen Beitrag leistet. Im Prinzip geht es um ein Modell, dass man sagt, ich habe eine Pflanze, was wirkt alles auf die Pflanze ein und was für eine Wirkung hat diese Einwirkung? Also eben, das Einfachste ist natürlich, wenn ich Wasser gebe, also jeder kennt das von zu Hause, ich kann eine Pflanze mit Wasser ertränken. Oder ich kann ihr zu wenig geben, dann vertrocknet sie. Ja, und die richtige Menge ist halt das, dass ich sage, sie hat genau so viel Wasser, wie sie zum Wachsen braucht. Mhm. Ich verschwende aber in dem Sinne auch keines, das dann irgendwo im Grundwasser versickert oder sonst wie abfließt und dann sogar noch Nährstoffe mitnimmt. Jetzt, Sie kommen gerade mit Ihrem Team aus Thailand zurück. Das ist ja das Thema Reis, ist ja auch ein Riesenthema, oder Vietnam und diese ganzen Länder. Da ist ja, also ich stelle mir das spannend vor, in dem Moment, wo dieser Nutzen plötzlich spürbarer wird, das ist ja ein Riesenvorteil dann für die dortige Landwirtschaft, für das Landwirtschaftsministerium etc., weil da kann es ja auch mal so eine Ernte verhageln, auf Deutsch gesagt. Ja. Da gibt es ja auch Monsun und was alles Mögliche. Wie stellen Sie denn den Nutzen vor? Also Sie waren ja jetzt bei großen Politikern, Wirtschaftsministern etc., da merkt man ja, wie wichtig das ist, dieses Produkt. Das ja... Ich sage jetzt mal, ich nenne es mal der Beiwart-Zwilling. Der ist wichtig. Also Sie haben ja jetzt eine Geburt ins Leben gerufen, den Beiwart-Zwilling. Aber das ist ja unglaublich. Also wie erklären Sie das einem Politiker, wie erklären Sie das einem Landwirt, wie erklären Sie das jemand, der sagt, ah, das geht ja sowieso nicht? Also ich denke, an der Stelle, das Bewusstsein, dass es diese Technologien gibt, ist da. Was wichtig ist, dass man zeigen kann, dass das auch wirklich funktioniert. Weil rechnen kann ich viel. Ja, ich kann alles Mögliche vorhersagen. Ja. Ich kann mir Wunschergebnisse kreieren. Aber dass diese Ergebnisse Sinn machen, dass die Relevanz haben, dass die einem tatsächlich auch eine Indikation geben, wie viel kann ich denn tatsächlich ernten? Wo werde ich das ernten? Wann sollte ich wie viel ernten? Wann sind die Früchte reif? Dass das wirklich funktioniert, das zeigt man am besten einfach, indem man sagt, wir probieren es aus. Jetzt, ich komme nochmal zurück zu den Landwirten. Also wenn man mal schaut, wie die Welt im Grunde, wie die Globalisierung zerfällt jetzt durch den Putin-Krieg. Also das heißt, irgendwie werden Häfen gestoppt, also es kommt nicht mehr Getreide in die Länder, die es notwendig brauchen.
Umgekehrt, unsere Landwirtschaft ist voll im Takt, aber dennoch sind viele Landwirte, haben aufgehört, weil sie sich das nicht mehr leisten können, haben zum Teil ihre Tiere nicht mehr gehalten, haben sich dann auf andere Felder spezialisiert oder die Nachfolge funktioniert nicht. Ist es denn schon spürbar aus Ihrer Sicht, weil das ist ja für die BayWa jetzt, der digitale Kunde ist der Landwirt. Das ist ja etwas, was nicht neu ist, aber was immer mehr kommt. Spüren Sie denn da ein Comeback, dass durch die Digitalisierung, durch den BayWa-Zwilling, dass da die Landwirte wieder mehr Lust haben und sagen, Mensch, da kann ich ja vermutlich mehr umsetzen, ich kann wieder vielleicht mehr Felder pachten. Also wie spüren Sie da was? Also ich denke schon, dass die Landwirtschaft mehr Professionalisierung kriegt und kriegen wird. Und je professioneller ich ein Thema angehe, umso mehr löse ich mich davon, dass ich sage, das machen wir einfach so, wie wir es gestern gemacht haben. Ich versuche zu erklären, warum mache ich das. Ich denke, in Deutschland geht es uns vergleichsweise gut, weil wir relativ hohe Ernten haben. Wir haben schon sehr viel tolle Technologie da. Wir haben hoch ausgebildete Landwirte. Wir haben wirklich Leute, die sehr, sehr viel von ihrem Handwerk verstehen und eben auch über das, was wir machen, grundsätzlich den Themen aufgeschlossen sind. Wenn wir den Klimawandel angucken, wenn wir die globale Seite angucken, dann müssen wir ja eigentlich vor allem auch in die Länder schauen, die kleinere Felder haben. Die meisten Landwirte haben weniger als 2 Hektar. Das gibt es ja bei uns, wenn es nicht gerade ein Hobbylandwirt ist, gibt es das ja gar nicht. Das heißt also, eigentlich müssen wir schauen, wie wir diese ganz kleinflächigen Felder, wo Leute sind, die vielleicht gar keine Schulbildung haben, die ganz einfach von Hand noch die Sachen ausbringen, da spielt ja die Musik. Da sind die Erträge sehr, sehr niedrig. Das heißt, wenn wir da technologisch weiterkommen, wenn wir mit dem Pflanzenbauwissen, das wir haben, weiterkommen, wenn wir da mit der Digitalisierung weiterkommen, das sind eigentlich die Chancen, die Ernte signifikant zu erhöhen, sehr viel größer. Und da sind auch mehr Menschen. Jetzt, Herr Fausch, ist es ja so, das ist ja auch ein Thema, also speziell, Sie kommen jetzt, wie gesagt, aus asiatischen Ländern zurück, ist ja auch ein Thema, wo die Politik sagt, das wäre ja auch was, was wir subventionieren können, wo wir einfach sagen, da tun wir was Gutes eben für die kleineren Landwirte, was ja auch eine Belebung praktisch hervorrufen wird. Darum ist es, glaube ich, wichtig, dass Sie auch immer mit der Politik sprechen. Haben Sie denn schon auch was von der bayerischen Politik gehört zu dem Thema? Also ich persönlich bin ja in der IT und damit nicht auf der politischen Ebene unterwegs. Deswegen gibt es jetzt diese Kontakte von mir in die Politik rein eigentlich weniger. Ist aber sicher ein Thema, das wir perspektivisch uns anschauen. Und in der BayWa wird selbstverständlich mit der Politik geredet. Ja. Also jetzt nur meine Person, aber eben auch durch meinen Job als ITler, nicht ganz überraschend, dass ich da mit der Politik noch relativ wenig geredet habe. Ja. Aber wie gesagt, das ist schon ein Thema für die Politik, glaube ich, für alle Politiker, die im Bereich der Landwirtschaft sind. Wenn ich Sie noch mal frage, Sie kommen ja gerade jetzt zurück aus Asien, ist da das Thema Angriffskrieg Putin auch so nah wie bei uns oder ist ganz weit weg? Nein, das ist dort sehr viel weiter weg als bei uns. Ja, ich meine, das ist bei uns auch so gewesen, wenn die Kriege woanders waren oder sind. Es gibt ja auch aktuelle Kriege an anderen Regionen. Die nimmt man längst nicht so wahr, wie wenn es vor der eigenen Haustür ist. Vielen Dank für dieses wirklich lehrreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich denke auch unsere Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, das war die Sendung mit den BayWa-Zwillingen. Und wie gesagt, Hightech am Acker, das ist ein Riesenthema. Wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.